Mit der Nordostseebahn starteten viele Sylt-Urlauber am Karfreitag bestens informiert in ihre Osterferien. Denn die Nationalpark-Gästeführerin Dörte Hansen war in 3 Zügen der Marschbahn, die das Festland mit Sylt verbindet, unterwegs. Also ich mache heute in der NOB eine Begleitung für unsere Fahrgäste, damit die also nicht nur immer bloß mit ihrem Buch oder mit der Zeitung beschäftigt sind, sondern auch mal so ein bisschen mitkriegen, was liegt denn hier rechts und links von uns. Und ich habe mir da eine Karte genommen, die habe ich mir also beim Nationalparkamt geholt. Und ich bin ja Nationalparkpartnerin, genauso wie die NOB seit 2014. Und da in diesem Gespräch ist das entstanden, dass wir sowas mal machen könnten, damit die Gäste dementsprechend also Informationen erhalten. Ich laufe wirklich durch den Zug und guck mir einfach so die Gäste, guck einfach, wer also praktisch schon interessiert ist und bleibt dann stehen. Und die kommen von Föhr oder sie wollen nach Amrum rüber und dann kommt eine Querfrage mit einer Wattwanderung. Oder ist es plötzlich die Mittelplatte im Gespräch? Also, oder wie entsteht Schleswig-Holstein? Also es gibt wirklich sehr viele Querfragen dazwischen. Und was für mich immer wichtig ist, ist auch diese Karte, die ich hier mit habe. Die habe ich mir dann so ausgearbeitet, weil das ist das heutige Wattenmeer. Und daneben ist eigentlich das Wattenmeer wie vor 600 Jahren. Und ich finde das immer sehr beeindruckend, gerade so am Ende, wenn man bis nach Westerland rüberfährt, über den Hindenburgdamm. Wir fahren ja über altem Land, was ja irgendwo nicht mehr da ist. Dörte Hansen hatte noch mehr spannende Fakten über den großartigen Nationalpark Wattenmeer und dem Land der Friesen zu erzählen. Besonders die jüngsten Reisenden waren sehr interessiert. Fragen, wie lang ist ein Wattwurm und wie finde ich den, beantwortete sie ebenso wie Fragen der Erwachsenen über Sehenswürdigkeiten auf Sylt. Die Gästeführerin pendelte auf 3 Zügen der NOB zwischen Elmshorn und Westerland und fand dabei viele interessierte Zuhörer.